Hallihallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Fox Zero. In diesem Part werden wir hier beim Dr. Beta weitermachen. Und ja, haben wir ein bisschen geübt, mal offscreen, mal so ein klein bisschen nochmal Trainingsmodus gespielt. Und ich denke, A-Wing-Steuerung habe ich auf jeden Fall drauf, Gyro-Wing auch wenn jetzt der Walker noch so ein bisschen so Problemchen macht. Aber ich denke mal, im Moment funktioniert das alles ganz gut. Dann gehen wir mal zum Sektor Beta und gucken mal, was dort passiert. Dieser Sektor wird über den Ausgang des Kriegs entscheiden. Alles oder nichts, Fox. Helf unserer Flotte beim Gegenschlag. Sind schon unterwegs. Na dann. Oh, bin mal gespannt. Oh, das ist die eine Mission, die ich gesehen habe. Oh, die ist hammergeil. Richtige Weltraumschlacht. Ach, das ist unter mir. Scheiße, ich habe einen verloren. Den einen haben wir verloren jetzt. Was ist jetzt los? Oh, die haben ein Schild oder irgendwas. Oh, die haben es trotzdem gerade erwischt. Mal beobachten. Ah, die macht eine Lücke in dem Schild, wenn die schießen. Müssen wir nur gucken, dass wir da reinkommen. Ah! Bam! Fox.
Ich glaube, an wenig haben wir es drauf. Formwechsel! Okay, vorsichtig. Ja, sieht doch gleich viel besser aus. Das ist mal eine Weltraumschlacht, wie ich sie. Das ist mal eine Weltraumschlacht, so wie ich mir sie lobe, hey. Oh, Laser kriege ich noch, komm! Hey, Bill, du bist cool. Liebe dich, Bill. Was jetzt? Oh, Cat ist auch hier. Ja, komm, den schnappen wir uns. So, das war Pigma. Das ist ganz schön nah an mir rangeflogen. Das war gerade cool. Ja, Wolf ist jetzt ebenfalls auf der von der Partie. Ja, ich erwisch dich. Jetzt gehst du in meine Fluglinie, Mann. Ja, komm.
Ja, beweg dich nicht so viel, damit ich dich abschießen kann. Hä? Oh shit, hat Peppy abgeschossen. Oh, verdammt. Mist, jetzt haben wir den Wolf, haben wir Wolf nicht mal besiegt. Und Peppy ist in Gefahr. Shit! Rob, du musst Peppy finden. Signal lokalisiert, Peppys Position, Titania. Hoffentlich geht's Peppy gut. Los, suchen wir ihn. Na dann, ab dafür. Das war jetzt mal unser richtig großes Zusammentreffen mit dem Starwolf-Team, ne? Davor nur so einzelne Begegnungen mit Pigma. Und ja. War schon interessant. Aber ich denke, wir haben uns nicht mal so gut so schlecht geschlagen dafür, dass wir jetzt hier zum ersten Mal das gespielt haben. Schauen wir mal. Titania. Früher musste man bei Star Fox 64 musste man Dings retten. Oh, neue Teleportation. Oh, okay. Früher musste man Sleepy retten auf Titania. Jetzt inzwischen Peppy. Dann gucken wir mal. Unsere Offensive muss wohl warten. Wir lassen Peppy niemals im Stich. So, jetzt unser auch erster Kontakt mit dem Landmaster wahrscheinlich. Bin gespannt. Man steuert den Landmaster so ungefähr wie der Walker. Nur das mit dem Unterschied, dass man bis zu zwei Gegner gleichzeitig, bis zu zwei oder drei Gegner, glaube ich, gleichzeitig, wow, sogar drei, anvisieren kann. So. Ja, genau wie der Walker. Man schwebt, man bewegt sich so ein bisschen umher. Die Steuerung wird ein wenig intuitiv. Also langsam kommt es mir vor, als hätte ich ewig nichts mehr anderes gemacht.
Hat er recht. Aber bisher sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Landmaster steuert sich eigentlich echt angenehm. So, warte mal. Nächster Junge. Kein Gegner da. Auch gut. Das Zielen während des Anziehens ist ganz schön schwierig. Ah, da unten sieht aus nach Weg. Ah. Did I find the secret? Ah, sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Wow. Nicht runterfliegen. Ah, nicht erwischt. Ich treffe den nicht mehr. Diesen einen Walker da drauf da oben. Also der Landmaster stört sich eigentlich so, wie man sich's vorstellen würde, genauso wie der Walker. Im Prinzip auch nichts komplett Neues. Einziges, was man merkt, ist halt, dass es mehr ausgelegt ist für den Kampf. Dass man mehr Gegner anvisieren kann, mehrere Gegner anvisieren kann, dass der Schaden größer ist und so weiter. Ah, das sieht aus, als wäre das Peppy da drüben. Yo, Peppy, was geht ab? Peppy, bin ich froh. Alles klar? Wow, was ist jetzt los, Mann? Oh, heilige Sch... Jetzt spielen wir sozusagen im All-Range-Mode, nur halt, Ah! Komm, ich treffe dich. Ja. Ah, ich war zu spät. Ich sagte, so im All-Range-Mode jetzt sozusagen den Panzer zu steuern, ist schon ein bisschen was anderes. Ah, fuck. Kommt ein bisschen schwer, spät die Anweisung. Nur damit ihr es mal seht, das ist meine Sicht übrigens. So, was hast du davon, mich einzufangen zu wollen? Hä? Was soll das, Junge? Ah, die prallen einfach alle ab, die Schüsse. Ja, jetzt hat er wieder so ein Noppel, die ich abschießen kann.
komm. Da hast du. Ich glaube, wir probieren auch mal eine Bombe aus, weil ich habe noch nie eine Bombe ausprobiert bei der Situation. Oh, schon wieder diese Panzerteile. Ja, ich muss da weg, glaube ich. Ja, da kann ich ihn jetzt sehen, wenn er hinter mir ist. Los, gib Gas, Landmaster, los! Ich penetriere gerade den Boost-Button. Boah, gerade noch so. Ah. Auf diesen Rundumangriff kann ich immer nur so spät reagieren, wenn man die Cockpit-Ansicht hat auf dem Gamepad. Und nicht die Aufmerksamkeit so extrem teilen kann durch die ganze Sachen, die so passieren. Ja, warten. Ja, komm. War mal klar, dass er dabei angriffbar ist bei seinem Einsaugzeug. Ja, komm. Einen geht noch. Bam! In dein Gesicht! Wuhu! Es regnet Trümmer. Wunderschön. Willkommen zurück, Penny. Ich danke euch. Alles klar, also. Du musst echt aufpassen, Penny. In deinem Alter. Buh, das soll... Yay, Peppy ist wieder da. Und Sleepy, ja, mehr Respekt vom Alter, ja. Ah, jetzt habe ich nur einen Hit bekommen für das Ganze. Na, schade. Egal. Mir hat's sehr gefallen. Erste Erfahrung mit dem Landmaster. Hat Spaß gemacht. So. Jetzt haben wir Peppy wieder in der Gruppe. Können so wie geplant eigentlich weitermachen. Ah, sieht aus wie Sektor Y. Sweet. So Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Star Fox Zero. Und ja, würde mal sagen, nächsten Part, Sektor Y. Ich denke, wenn wir bei Sektor Beta nicht den Fehler gemacht hätten und Wolf relativ früh besiegt hätten, dann wäre Peppy wahrscheinlich nichts passiert und dann wären wir wahrscheinlich, hätten wir wahrscheinlich woanders Retter gemacht. Egal, auf jeden Fall, nächsten Part, Sektor Y. Und dann langsam aber sicher wieder auf Kurs nehmen auf Venom. Und ja, bin gespannt, was so alles noch passieren wird. Und ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.